Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir befinden uns wieder auf dem Dreisternhof. Richtig. Und jetzt gehen wir noch schnell her. Mal kurz bei den Schafen durchputzen. Und dann würde ich gerne die Wolle Richtung Fabrikat bringen. Wie weit bist du denn unten? Ah, da ist auch noch Luft immer. Ah. Die immer rumsauen hier. So. Das sieht doch viel schöner aus. Ihr sollt das fressen und nicht, Na, ihr wisst schon. So, jetzt schnappen wir uns auf jeden Fall mal den Palettenanhänger hier hinten raus. Ne? Geht das gut mit dem Gewicht? Ja, hat irgendwie gar nichts ausgemacht. Alles gut. Dann wollen wir mal hier rumkurven. Schnappen uns dann mal die Palette hier. So, dann machen wir den Arbeitsmodus wieder aus. Ah, wir können noch, was wir noch machen können, ja. Wir können noch zum Händler fahren. Und eben das Gestell für die Stoffrollen holen. Das ist auf jeden Fall noch eine Idee. Kaufen wir gleich mal eins. Paletten. Wo ist es denn? Das hier ist das Stoffgestell. Jawohl. Mal hoch mit dem Arm vorne. So, wird doch ein Schuh draus hier. Meine Güte. Ja, da flitzt er mal ein bisschen schneller. Ja, das hättest du vielleicht eher machen sollen. Immer wieder diese selbstmordgefährdeten Bürger hier. Da ist es. Das brauchen wir. Zack. Wir fahren heute mal hier lang. Bin ich, glaube ich, auch noch nie. Naja, gut, das macht nichts. Dann können sie auch wegbleiben. Egal. Na, dann können wir hier nochmal einen schnellen Blick drauf werfen. Was hier so los ist. Er hat ja gesagt, er braucht noch ein bisschen. Zeit kann er haben. Hauptsache ist am Ende alles schön sauber und ordentlich. Ja, wir haben noch Soja, was wir ernten müssen. Wir haben noch Sonnenblumen. Ah, warte mal, die Sonnenblumen könnten wir eigentlich noch pflücken gehen, ne? Da haben wir aber gleich noch eine Spazierfahrt mit dem Drescher.
In der Zeit, in der das andere Zeug da vor sich hin reift. Dann können wir nämlich dann noch ein bisschen was Sinnvolles machen. Na, guck mal einer, schau mal hier. Ach, die brauchen auch noch Wasser hier oben, ne? Deiner Fabrik. Und ich denke mir noch so, ah, komm. Mit den beiden Sachen hier hast du alles angeliefert, aber... doch nicht. Verdammt. Aber nichts, was wir nicht in den Griff kriegen. Ich hoffe, die brauchen nicht auch noch Treibstoff. Dann haben wir ein Problem. Aber Treibstoff brauchen wir eh, ne? Müssen den Kompostmaster ja nochmal befeuern. Das wird auch nochmal teuer. So. Biegen wir mal hier ein. Wo ist denn hier jetzt was? Das war ein Ausgang. Ne, da wollen wir nicht hin. Wir wollen... Hier ist ein Trigger. Was nimmst du hier an? Anlieferung Gestelle. Ah ja, okay. Wir tun einfach mal so. Und die Palette, die pflücken wir jetzt einfach wieder. Zack. Jetzt kommt hier Wolle und Baumwolle wird hier genommen. Das ist doch ganz das, was ich haben will hier. Und weg damit. So. Mehr brauchst du nicht, ne? Kann das sein? Ah, Stoffgestell und Baumwolle. Sehr gut. Bitte was? Stoffgestell leer? Stimmt doch gar nicht. Passt. Braucht kein Wasser. Mehr will ich doch gar nicht. Dann fahren wir jetzt hier durch den Wald zurück zum Hof. Stellen das Ganze dort ab. Schnappen uns den Drescher und fahren unten zu dem Sonnenblumenfeld. So, leer kommst du aber hier hoch, ne? Ja. Ah, ich sehe gerade. Oh, rechts. Es hat ja geregnet. Die Früchte sind noch nass. Wisst ihr, was das wieder heißt? Dass wir noch gar nicht anfangen können. Ist das ätzend. Wir können aber den Deutz vor den Grubber spannen. Und den Schlüter fliegen lassen oben auf dem neuen Feld, was wir uns gegönnt haben. Dann macht er auf jeden Fall was Sinnvolles. Beide was Sinnvolles auf jeden Fall. Du kommst wieder hier hinten rein. In deine kleine Garage.
bremst doch. So. Ja, komm, halbwegs gerade. Ja, noch ein Stück. So. Schnell weg hier. Lass mal den Deutschmann hier stehen. Wir holen uns jetzt mal den. Diesen hier. Wir fahren zumindest schon mal zurück. Oder nicht zurück. Aber zum Sonnenblumenfeld. Dann haben wir den da schon mal stehen. Und dann machen wir Feierabend für heute. So einfach ist das. Machen wir mal ein bisschen auf uns aufmerksam hier. So könnte es was werden. Ah, war echt dies Jahr noch einen zweiten Schnitt, ne? Das finde ich eigentlich gar nicht mal so doof. Können wir wenigstens noch so ein bisschen was an Material in der BGA sammeln und zusammenfassen. Das ist schon mal sehr schön. Kriegen wir da vielleicht auch noch mal so ein bisschen was über den Winter dann zusammen. Bis das dann fermentiert ist, da vor sich hingegammelt hat. Und dann geht das schon. So, hier sind die dickköpfigen Kühe. Und wenn ich jetzt hier ranfahre, dürfte ich eigentlich nicht ernten dürfen. Wir probieren das. Dresche nicht, wenn das Getreide zu nass ist, richtig? Du hast recht, deswegen machen wir das auch nicht. Dann warten wir halt. Anders geht es ja leider nicht. Na gut, liebe Leute. Gucken wir nochmal schnell. Ja. Ende vom Lied hier. 23.333. Also ein Drittel von der 24.000. Nein, ist ja mehr als ein Drittel, aber mehr als ein, oder genau das Drittel, um von 23.000 24.000 zu kommen. So muss man es ja nehmen. Da geht noch was. Das ist verdichtet. Könnte man theoretisch abdecken. Machen wir aber nicht. Weil da kommt ja noch ordentlich Material rein. Das erlauben wir uns einfach mal. So viel Time muss sein. Liebe Kinder, nicht reinspringen, ne? Das sage ich immer wieder. Ja, aber dann soll es das auch wieder gewesen sein. Ich lasse den hier vielleicht noch ein bisschen fahren, dass dann irgendwann mal auch das Silo leer ist. Beziehungsweise werde ihm nochmal helfen, wenn es erforderlich ist. Aber für heute soll es das auf jeden Fall erstmal gut oder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht es gut, Leute. Ciao, ciao.